So, liebe Leute, damit bin ich da. Und ihr seht auch schon das kleine Special von heute. Wir fahren heute mit einem echten Tacho. ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut und das Spiel passt auch so von Verhältnis auch zu meiner Stimme. Bitte da Bescheid geben. Ich bin gerade hier reingespawnt. Jetzt tun wir mal die kurze Kamera einstellen. So. Ich sag mal gerade schnell, was ich gerne fahren möchte. For about 2 hours, please. Okay, also die erste Rückmeldung aus dem Chat ist, Musik ist nicht zu laut, Spiel ist nicht zu laut. Mich kann man verstehen, wunderbar. Und für alle, die das dann zu spät anschauen, das kommt dann auf YouTube in 4K. Da wird es dann sowieso nochmal nachbearbeitet. Aber dann wisst ihr Bescheid. Ja, unsere Lok ist eine ET41, die schon bessere Tage hinter sich hat. Mit modernen Wagen. Und warum die ET41? Weil ich mit der recht gut Gas geben kann. Und entsprechend sehen wir dann ein bisschen Action auf diesem Tacho. Es ist ein RT9-Tacho, den ihr da seht. Der maximal bis 150 hochdrehen kann. So schnell werden wir heute nicht werden. Aber dann könnt ihr dann mal den Tacho mit dem Ingame-Tacho hier vergleichen. Das ist übrigens der gleiche Tacho. Nur, dass bei dem hier das Uhrwerk hinten fehlt. Soweit der Plan. Ich hoffe, wir kommen hier gut raus. Ah, das ist schön. Gar nicht das Stellwerk hier. so von der Tachogröße. Soll ich den kleiner machen oder erstmal so lassen? Dass man hier gut lesen kann. So, wir sind zurück zur Plattform. Das können wir natürlich gerne machen. Ich will nur wissen, auf welcher Seite die Plattform ist. I guess da. Okay. Wir lösen mal. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, tun wir das mal ein bisschen beschleunigen. Und geben wir mal ein bisschen Druck drauf. Jetzt habe ich das. Ah ja, Dachprogramm läuft sehr gut. War mir gerade nicht sicher. Und wenn ihr das Mikrofon so klackern hört und Co., dann ist es der Tacho. Der ist relativ lautstark. Spiel ein wenig leiser machen, das kann ich machen. Ich kann aber auch die Musik leiser machen. So, wie ist es jetzt? Sehr gut. Wundert euch nicht, wenn der Tacho jetzt bei den niedrigen Geschwindigkeiten kaum noch was macht. Er ist sehr ungenau, sobald man hier langsam fährt. Wird aber genauer, sobald wir hier Geschwindigkeit haben. So. Was haben wir da? Werden wir hier umstellen auf Rapid und ich glaube, die Tacho-Software läuft gerade nicht so, wie ich das will. Ich starte sie mal ganz kurz durch. Einen Moment. Okay. Das sollte jetzt besser sein. Okay, alle Lichter sind an. Wir machen noch die Instrumentenbeleuchtung mit an. Der einzige Nachteil jetzt bei der Software ist, ich kann nicht ohne HUD fahren, weil ich muss das da oben hier sehen können. Weil die Geschwindigkeit lese ich momentan über OCR ab. Weil die API zurzeit nicht funktioniert. Die soll dann irgendwann mal funktionieren. Mal sehen.
Aber wäre natürlich schön, wenn man ohne HUD fahren kann und der Tacho funktioniert. Idee ist dann, diesen Tacho als Kit irgendwann mal zu verkaufen. Dann kann man den sich den irgendwo auf den Tisch hinstellen, schließen per USB an und dann startet man Train Driver 2, TS Classic, Train Sim World oder Simrail und der Tacho zeigt dann entsprechend die Geschwindigkeiten an mit Beleuchtung und Co. Der Tacho in dem Zustand, wie ihr ihn jetzt gerade seht, bei dem fehlt die Halterung. Der liegt momentan auf dem Rücken drauf, die Kamera von oben. Der Kilometerzähler funktioniert, der wird dann gleich mitzählen. Die Beleuchtung funktioniert, ist momentan aus und die Uhr funktioniert. Die, was ihr im Hintergrund seht, die wird dann schön mitlaufen. Soweit mal zu dem. Ich muss mal ganz kurz den Tacho kontrollieren, wie es aussieht mit der Uhr. Ja, läuft ein bisschen nach. Aber das reicht erstmal für die Demonstration hier. Moin Dominik, alles klar bei dir? Holy shit. Ich würde aber oft anhalten, aber das passt für ein Tacho. Okay, von Lack nach Goha, nach Krastinka, Drobzeniek. Halten wir da mal für ein paar Minuten. Und dann in Tschermin. Ah ja, bei mir soweit alles tutti. Kann mich nicht beschweren. Nochmal einen Richtungssender nach vorne. Vergesse ich gern. Gib Gas und vorne nach hinten. Wäre vielleicht schon so ein, zwei Mal passiert. Ja, immer gern. Kein Problem. Wie gesagt, diese alte Retro-Variante, die was ich damals in der Stream hatte, die ist momentan nicht verfügbar. Die kommt eventuell wieder. Also mit diesen Flip-Flap-Displays. Nice. Auswahl ist da. Wahnsinn, erstmal Goha heizen, aber gut. Ist wie es ist. Okay, los geht die wilde Fahrt. Macht der Tacho jetzt mit. Ach, das gibt's doch nicht. Da, was ist denn los? Ja, mein Tacho mag mich gerade nicht. Ah, das ist jetzt schlecht. Ich glaube, ich muss den mal ganz kurz zurücksetzen. Einen Moment. Okay. Ich probiere es nochmal. Das ist ein geiler Vorführeffekt. Ah, jetzt kommt er. Ja, das ist alles noch ein bisschen besser. Oh, Fahrtag. Gute Frage. Das wird noch ein bisschen dauern. Tut mir bitte den Gefallen, dass wenn der Tacho nicht die Geschwindigkeit anzeigt, die ich fahre, dass mir kurz Bescheid gibt, weil ich sehe den Tacho nicht. Der ist ungefähr so noch 1,5 Meter von mir entfernt. Und der liegt halt so, dass ich nicht sehe, was er macht.
Aber ich hoffe, er fährt jetzt ganz normal hoch, so wie er soll. Okay, dann wären wir bei 100. Minus 5 km/h. Ja, gut. Kann haben. Muss ich gleich nochmal die Kabelverbindung prüfen. Hat man eigentlich die Musik noch? Oder ist jetzt das ein bisschen zu laut? Weil ich höre sie kaum noch. Ich glaube, ich werde die mal ein Tick lauter machen. So, damit wären wir in Goda. Dann werden wir noch eine kleine Zeit lang hier verbringen. Bis dann nach Dobzhniec weitergeht und ich hoffe, mein Game crasht dann nicht wieder, weil ich bin vorher schon mal eine kleine Testfahrt gefahren. Ende in Dobzhniec und gerade bei der Einfahrt Crash. So, sagen wir mal kurz Hallo. Dann gehen wir mal über das markierte VMAX vom Tacho. Kann man verschieben, aber dann müsste ich jetzt das ganze Glas wegnehmen und Co. Nee. Wir haben Kilometersprint. Oh nice, ich habe mir jetzt aber selber den Livestream auf voll gemacht. Damit ich das sehe, wenn er hier auf die Nullen umstellt. 489.000. Ich sehe es noch nicht live, so wie hier. Also, ja gut, ich sitze ja semi-live. Aber ich schaue mir jetzt quasi dieses YouTube-Video an. So, machen wir kurz die Automatik rein. Ich weiß, böse. Das ist alles to die. Muss ich nochmal knapp 500.000 fahren, damit ich wieder bei Null bin. Aber ich werde das dann gleich mal hier nutzen bei Gora, dass ich mal ganz kurz den Platz verlasse und dabei die Verkabelung prüfe. Ich glaube, der Motor kriegt gerade ein bisschen zu wenig Saft. Komm, jetzt muss er gleich mal umstellen hier. Yes! Wie geil.
Ja, so halb umgestellt. Okay, lass mal ganz kurz den Autopiloten machen. Sprich SAP-Auto und ich guck mir mal schnell die Verkabelung an. So, wieder da. Ich habe es jetzt mal ein bisschen fester gemacht. Besser wird's nicht. Aber ich meine, war jetzt nicht gerade dafür bekannt, die Tachos, dass sie arg genau sind. Wobei ich in der Software noch ein bisschen tweaken muss, dass man wieder mit der Motorgeschwindigkeit hin und her spielt. Dass ich noch ein bisschen kompensiere. Aber so wie es jetzt gerade läuft, bin ich eigentlich ganz happy. Hat schon Spaß gemacht, das umzusetzen, das Projekt. Mal schauen, 2-3 Monate, dann ist das ganze Kit fertig. Schwierigstens momentan nach wie vor SimRail. Aber wenn ich das dann noch geschafft habe, dann habe ich erstmal meinen Stein. Wer will sich von euch so ein Tacho daheim hinstellen und anschalten, wenn er dann ein bisschen rumfährt? Vielleicht als Ersatz für den Ingame-Tacho. Ja, weiß er nicht. Ich meine, es gibt ja Leute, die wollen ja sowieso eher lieber Modernes fahren. Da ist der Tacho dann komplett falsch. Wir werden uns dann eher so ein Display hinstellen, wie bei der Taurus. Mit digitalen Tacho. Weil das ist auch nicht verkehrt. Also ich bin da also Freund von beidem. Alt und neu. Schnell beim Alten ist halt, dass du einfach nur so viel Mechanisches hast und das Zeug dann noch beobachten kannst, wie es halt funktioniert. Und Moderne hat natürlich ästhetisch natürlich einen Plus. Und ist auch daheim ein bisschen einfacher zum Aufbauen. Also ich denke, mein persönlicher Tacho, den ich mal dann umbaue, den werde ich mir irgendwie an die Wand ran klatschen. So ein bisschen hinter die Monitore. Da kann ich den so beobachten. Und ist er fix drauf. Wie jetzt? Kaum weiterfahrt. Oder was ist los? Jetzt ist gerade mal an wie SimRail. Alter Tacho, neuer Zug, ja. Ach, komm schon vorher. Yeah, geht doch. Ausfahrt ist da. Oh, gehen wir da Schmackes. Schade ist, die Eterna 40 schon die einzige Lok, wo man so ein bisschen Doppeltraktion-Feeling hat. Aber irgendwann wird es in TD2 noch kommen, dass die anderen Loks dann mithelfen. I guess. In einem halben Jahr, ja. Mal gucken. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Simulation im Hintergrund aussieht, aber
frage mich, warum es jetzt so ein Knackpunkt ist, dass sie das nicht machen können. Dass die anderen Loks synchron das gleiche machen wie die erste Lok. Und dann halt auch anständig mal Sandwich fahren. Aber ich könnte mir doch vorstellen, dass er nach SWDR ein bisschen ein Update braucht. Also gerade wegen Sandwich fahren. Ja, wobei, na, nicht so mal. Man kann ja nach wie vor dann einfach PM drin lassen. Und du wechselst dann einfach in die andere Lok rein. Höchstens die Zeiten ein bisschen anders berechnen. Dass du nicht irgendwie 20 Minuten einrechnest, sondern 5 oder 10 Minuten, weil du halt effektiv ja nur in die andere Lok reingehst. So als Hirnfurz. Wir sind so schnell. Ah, ist mir keiner. Einfach rollen lassen. Und was meint ihr, wenn ihr das jetzt so im Vergleich seht, wie authentisch ist der Ingame-Tacho zum realen Vorbild? So, mal so ein bisschen rein. Also ein bisschen besser nebeneinander. Einfach mal runter. So, es reicht mit dem Bremsen. Oh, bitte jetzt kein Crash. Bitte. Vor allem, es war ja sonst kein anderer in der Szenerie drin, als es crashed ist. Crash jetzt nicht, bitte, crash nicht. Oh, danke. Ja, das fehlt mir so ingame auch ein bisschen, dass er ein bisschen hin und her zittert. Ich meine, so ab und zu macht das ingame auch, aber irgendwie wird es ein bisschen mehr sein. Weil auch wenn ich zum Beispiel von der Drehwelle die eine konstante Geschwindigkeit übergebe, dann fängt er trotzdem ab und zu immer wieder mal zum Zucken an. Mehr bremsen. Na, hallo. Ah ja, steht sich wohl noch eine Bremse drin. Das Mikrofon verdeckt gerade genauso die Bremse, dass ich nicht sehen, welche Stellung sie drin ist. Ah ja. Kastanki, PODG, Durchfahrt 27. Abbahnhof 33 bis 36. SSB hat 80A resettet. 80 Kilometer. Okay.
Schauen wir mal, wann es soweit ist. Welchen Kilometer sind wir denn jetzt? Was ist auf die Tafel hier? 121, ja, dann habe ich noch ein bisschen. Ja, lauf mit dem Speed. Läuft. Der Einzige, der in meine Richtung fährt. Das ist schon mal böse lief. So, das müsste jetzt Kastanki da sein. Glaube ich. Steht's drauf? Ne, steht. Ja, wobei KS, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Dürfte passen. So, nächste Kilometer Tafel. Ah, ich glaube, da hinten sehe ich schon. 78. Da hinten kommt dieser Bü. Ja, dann bremsen wir mal runter. Entsprechend die Pfeiftafel. Was? Nein, Yoshi, was sagst du da? Ich will doch immer runterbremsen. Ich glaube, da vorne ist er. Schauen wir mal, was der Bonnie-Begang macht. Ja, da vorne ist er. Aber sieht so aus, als wenn die Schranken unten wären. Ist gesichert. So, wunderbar. Können wir wieder Gas geben. Ich glaube, keine Todesopfer. Wunderbar. Also ich kann es nur empfehlen, mit einer ETR 940 rumzudüsen als Personenzug. Die Beschleunigung ist einfach Hammer. Ideal bei Verspätungen. Oder wenn man irgendwie so ein Regio-Ding fährt.
Es ist etwas maximal overpowered. Aber da bist du wesentlich schneller mit dem EN750 und Konsorten. Das reicht erstmal. Und da vorne ist der Bahnhof. Nice. Kommt die Strecke von links rein. Das wäre auch mal ein Bahnhof zum FTL. Ist noch ein bisschen groß hier. Bitte nicht crashen, danke. Wir waren da. Jetzt sind wir dann noch ein bisschen nach der Foni. Wenn man ab Stufe 1 hier soweit passt. Aber ja, das sollte hinhauen. Ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen short, aber gut. Ich denke, das passt. So. So lang sind wir auch nicht, also wir sind drin auf jeden Fall. Sehr gut. Passt. Pause bis 36. Dann Termin, also Schermin, Blut, irgendwas. 46, 47. Dann Schermin an sich. Machen wir eine längere Pause. Kannst weiter gucken. Wir halten nach Schermin auch nochmal. Grebo, Minute. Oder Wiki, will ich Hobo. Zakubek. Interessant. 21:42, dann Ende in Torkovice. Ja, okay. Dann machen wir eine Pause bis 36. So der Plan. Ich werde das mal ganz kurz nutzen und mir was zum Trinken holen. Ich bin gleich wieder da. Bitte den Chat nicht in Feuer setzen.
Ah, da bin ich einmal nicht da. Mensch, Yoshi. Schande über dich. Wo gibt's eigentlich hier was zum Gucken? Ich glaube, da andere Dusche decken wir da unten. Weit, weit weg. Hat eigentlich jemand von euch den neuen Deadpool angesehen? Ich würde gerne nächsten Donnerstag angucken, aber mein Kino meiner Wahl sagt irgendwie so, ja, ein Kinoprogramm für Donnerstag. Das erste. Mal gucken, ob es hier was zum Entdecken gibt. Wahnsinnig viel Zeit haben wir ja leider nicht. Ja, sieht ziemlich normal aus hier. Und Hintergrundkulisse. Vielleicht in einem Zauberwald? Weiß man ja nie. Nope. Noch viel mehr Kulisse. Da hätte er sein können. Oh, aber da hinten sehe ich was. Was geht denn da hinten ab mit dem Kran und dem Wasserturm? Gibt's hier was umsonst? Nee. Ach schade, das ist alles nur Kulisse hier. Du darfst aber umsonst zugucken. Das ist eine interessante Designentscheidung da so mit der Straße. Da so rein. Ah ja, Details. Na, 10 Minuten habe ich Zeit bis zum nächsten Halt. Ah, funktioniert sogar. Ah, ernsthaft, ich kann da nicht runter durchgehen. Okay. Ja, das funktioniert. Oh, gut. Oh, geil, Ausfahrt. 2 Minuten noch. Aber wenn ihr wollt, kommt auch TD2 rein. Sucht mich da irgendwo auf einer der Stationen, wo ich jetzt durchfahre. German Grebo, Borowiki, Virichovo, Tarkovice. Kann ich immer aus der Gegenrichtung fahren. Wäre ich im Stellwerk sonst, ja. Ja, vielleicht andermal. Vielleicht nächste Woche. Also nächste Woche werde ich garantiert ein paar Mal streamen. Spätestens ab dem Mittwoch, dann habe ich frei. Vielleicht so, ja. Shit, Mittwoch selber kann ich nicht streamen. Erschen Abend mal wieder. Was? 4523 bei Your Handbreaking Wagons. Oh, der sieht nach Spaß aus da hinten. Achso, ich sollte mal abfahren. Es wäre Zeit.
jetzt vielleicht nicht gerade das freundlichste Gas geben auch für die Leute. Aber ich bin Express. Muss schnell gehen hier. So, Daumen nach oben. Haben sie gut gemacht. Steht der Kollege? Ach, da vorne. Bei welchen Wagen hat er denn die Handbremse anzogen? Da unten läuft jemand rum. Nicht mehr. Ach ja, der wird schon den Griff haben. Haben sie fein gemacht. Was? Och nee. Andererseits. Da kann ich durchheizen. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Okay, Specking. Ich glaube, soll heißen, er kommt wieder, oder ist wieder da. Was, I'm sorry, I fucked the mic go or something. Okay. Schräg. Aber der sollte doch sehen, dass die per Standard eingebremst sind. Ah, der ist so laut, dieser Tacho. So, Jeremy, sind wir online oder nicht? Wenn er jetzt wirklich durchgestartet hat, dann funktioniert eventuell der Bordübergang. Der ist ja nach wie vor buggy. Jetzt wird mir ja so auf den Keks gehen als FTL. Mit diesem Bordübergang da. Oh, weiß es nicht, das schaut schon mal gut aus. So, Piloten hier 46. Alex D schon wieder, der ist schon den ganzen Abend hier. Zug Nummer 2. Yes, erste nach dem Crash. Ich werde einen sauberen Bahnübergang haben. Also bei beiden. Ja, das muss, glaube ich, eh der Bahnübergang hier sein. Der bei der Ausfahrt in die andere Richtung jedes Mal in Failstate geht, weil er es nicht mitkriegt, dass der Zug weggegangen ist. Ähnlicher Fehler wie in Disco damals.
bin mir noch gar nicht sicher, wo das eine Halt hier ist. War das der Halt, wo das hier Eingleisige von der linken Seite kommt? Ich glaube, das könnte hinkommen. Am 47 Abfahrt und 49 soll mein Sherman sein. Hier fängt schon mal zum Denken an. Und da haben wir die Tafel für den Halt. Oh, da vorne ist er schon. Ja, der kommt aber ein bisschen schneller. Ja, ich glaube, die Bremsen sind nicht ganz so happy mit mir. Ah ja, der ist noch drin, das passt. ja, okay. So, 47 geht's hier weiter. Ist das wirklich der richtige Halt? Ja, Blut, ne. Ja, gut. Passt das überhaupt von der Länge? Ich hab so das Gefühl, der Bahncheck ist zu kurz. Der ist zu kurz. Tja. Ach ja, gut. Ich glaube, das... Auch wenn ich jetzt noch weiter vorgefahren wäre. Wir sind halt einfach zu lang. Ja. Halber Wagen hier. Was soll's? Ich würde so lachen, wenn er jetzt dann schreibt, warum ich nicht fahre. Wie ich ihm sage, ja, ich habe hier einen Halt. Wieder 10 Minuten Schermin. Das ist aber bei langen Fahrplänen eher auch ganz gut, wenn man solche Halte hier drin hat. Und dann kann man Verspätungen wettmachen, wenn man denn welche drin hat. Diese 1 Minuten Dinger, die kriegst du nie wieder raus. Ja, soll man vielleicht eine Minute früher wegfahren? Ach komm, Personalwechsel. Ah, die Personalwechsel. Ja, Passagierwechsel hat stattgefunden. Wir düsen mal eine Minute zu früh.
arme Locke. Wird voll auf das Maximum getrieben. Tja, jetzt sollte reichen. Komm, ich Spannsteig an von 160, ich bin nur 9. Und sie flugfrei. Mein Kollege. Ja, der wächst mit seiner ET22. Gefühlt von alle nur noch ET22. Den Rest ist irgendwie nur noch selten. Also vor allem die ET41. Ich frage mich, ob von hinten jetzt noch was kommt. Nein, ich glaube es nicht. Oder Durchfahrt oder so. Dass das jetzt rechtfertigt, dass er mich jetzt da auf die Seite nimmt. Wir werden sehen. Was zum... What the fuck? Wie geht das denn jetzt? Was hat der jetzt in der FTL-Position drinnen gehabt? Hä? Also, ich sollte mal bremsen. Ich war ein bisschen abgelenkt. Ja, cool, dann werden wir hier mal wieder offline. Weil ich habe eine Punktlandung gemacht. Ah, krass. Das ist mal ungeplanterweise. Ja, aber trotzdem, das war jetzt mal mega schräg. Ich hoffe, der kommt wieder. Wir haben jetzt Zeit bis 59. So lange werde ich jetzt mal diesen Offline-Dispatcher nicht anmachen. Ja, oh, die Crashes. Da ist wieder der LXD. Jetzt ist es richtig. Hm. Schräg. Gut. So, Leute, ich lasse euch mal ganz kurz alleine. Bin gleich wieder da. So, wieder da. Übrigens, als Shermin offline gewesen ist und der Tacho noch eine Geschwindigkeit angezeigt hat, dann lag das daran, dass sich hier die Geschwindigkeit versetzt hat, nach da links, nachdem das jetzt hier gewählt hat.
dann hat er keine Geschwindigkeit mehr gehabt und bleibt immer beim letzten Wert. Der kann da quasi nicht mitfahren. Noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Nur so als Info. Irgendwas ist schräg mit diesem Vieh, Oleg. Der da mal spontan hier FTL drin war. Oh, was zum... Das habe ich jetzt auch zum allerersten Mal gesehen. Was auch immer das da gerade war. Ich glaube, ich muss öfter streamen. Was sind die komischsten Sachen? Auch wie beim letzten. Und jetzt wieder weg. Okay. Rein, raus, rein, raus. Schau, wir machen Spawn zu. Ah, schon wieder. Und es geht auch hier wieder runter. Und Lag incoming. Ja, auch gleich da. Wieder zu. Ja, Wolli. Sieht noch. Sehr schräg. Der wird benated 22. Der hat aber auch die ganze maximale Länge hier ausgenutzt. Das ist die volle 650 Meter, die er da macht. Mit einer EU. Und einer SM. Ja, da hätte ich mir jetzt vielleicht eine andere Lok gesucht, wenn die jetzt voll sind. Ah ja, nicht mein Problem. Moin, Wolle. Falls du zuschaust. Wenn er fährt, wenigstens mit einer AT-22, die kann ein bisschen was ziehen. Aber der andere Kollege, ich weiß nicht, das wäre so eine klassische AT-41-Fall. Mit 9000 Tonnen. Also dann fährt er leer, der Kollege. So, gehen wir rein in die Hütte.642 Meter auf 1075 Tonnen. Oh. Hätte doch ein bisschen Last reinmachen können. The coming not luck. Okay. Gott, nochmal sicher gehen, aber ich meinte, das heißt, Anschluss ist besetzt. Ja, wir warten auf die Ausfahrt, beziehungsweise auf andere Stellwerk.
Geh die Fahrt, Kollege. Eterne 40 und 4000 Sonnen. Ah, ich sollte mal schon wieder eine Challenge fahren, ja. Was ja richtig was Schweres. Das letzte Abenteuer Simra, das war so semi-gut. Aber ja, die Eterne 4. Tier 2 sollte man auch mal wieder machen. Ui. So, wollen wir beide wieder S-Bahn? Ich bin tatsächlich, bevor ich jetzt das hier gefahren bin an den Stream, bin ich S-Bahn gefahren. Sogar einigermaßen gut. Yoshi ist mein Zeuge. Das ist wahnsinnig schmerzhaft, oh Mann. Na, Jamin. Mit wem hat man denn Grebo? Mag mal da kurz nachschauen, was in Grebo so abgeht, auf was ich da warte. Da ist nichts mehr beschleunigen, beschleunigen Osop. So, 20 Sekunden noch bis Verspätung. Können wir so ganz langsam hinrollen. Na komm, der fährt. Was wird noch dauern mit Grebo? Warum? Was wird da wieder angestellt da unten? Ach Mann. Germany fahr auch gern gegen das bei deiner SPL. Aber ich glaube, der hat da ein paar Züge über meinen Fahren. Ja, gut. Dann werden wir halt wieder anhalten. Das war's mit planmäßig. ED 22, 80, 622 Meter, 1021 Tonnen. Auch wieder Leichtgewicht. Dem Verhältnis. Was war denn so bisher die größte Verspätung, die ihr so hattet in TD2 oder Simplay? Minuten. Läuft. Weißt du noch, was du unterwegs gewesen bist?
Aus Güter der Person zu? Was in Simrail 200 Minuten? Wie hast du das denn geschafft? 200 Minuten in Simrail. Und bei Noah war es ein Personenzug. Mit jemand, der keinen Plan gehabt hat vom Stellwerken. Alter, aber 200 Minuten. Da hat es aber auch Nerven, das fertig zu fahren. Ah ja, die Profis auf die E1. Jermin, ich will jetzt mal fahren. Ich glaube, dieser Halt wird ein Alter verlangen, ausnahmsweise. Wo keiner das Verlangen hat, stehen zu bleiben. Ich meine, was für ein Level hat denn der? Oh, geil. Ja, Moment. Wir können düsen. War aber doch so Zeiten als Events aufgebaut. Oh, dieses Thema Events, das triggert mich so auf D1. Es ist immer noch nicht definiert haben, was ein Event ist. Aber Hauptsache, wenn man irgendwie mal als Beispiel mal Gegengleis macht, wenn es mal tatsächlich verkehrstechnisch Sinn macht, dann sind die Leute gerade wieder, oh ja, ist ein Event und so. Ich glaube, der Trigger wird nie aufhören, bevor das nicht endlich mal final definiert ist. Vollgas. Nein, das schaffe ich nicht pünktlich nach Grebo. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass der FDL nicht ganz so genau hinguckt. Mir ist jetzt nicht zum Nachahmen empfohlen, bewusst BT auszulassen. Ah, BH, Entschuldigung. T auslassen funktioniert immer, wenn es der FDL gerade zulässt. Machen wir Automatik wieder an. Da fährt mir jetzt der Halt. Ha, wir könnten es eigentlich mal so machen, ne? Bedarfshalt ist der Chat. Wenn der Chat sagt, anhalten, dann wird angehalten. Geht jetzt zwar nicht mit jedem Halt, aber... wäre eigentlich witzig.
So, heute mal ohne Halt hier. Oh, Halt die Wunschtaste. Halt die Wunschtaste ist der Chat. Einfach Halt reinballern. Nächster Halt, Grebo. Ankunft um 21.09 Uhr, theoretisch. Meine Abstation kann ich natürlich logischerweise nicht auslassen. Oh ne, wisst ihr was? Das wäre mal eine Idee wirklich für einen Fahrtag-Stream. Da kann man das viel besser umsetzen. Dass ich dann irgendwie mit dem Kiebel unterwegs bin, unterste Kategorie. Und dann machen wir Halt auf Verlangen. Na, Chat sagt dann, wo man halten soll. Wir müssen mal bremsen. Sind so ein klein Tick zu schnell. Na komm. Oder ich könnte es irgendwie im Punkteshop so reinmachen. Ich keine Ahnung, für so 5 Punkte, die man ganz schnell kriegt. Oh, Level 2 war das, okay. Dann kann man das auslösen und dann kommt irgendwie so ein Haltegong bei mir im Stream. Und ich glaube, das Punktesammeln müsste auch gehen, wenn ihr da auf YouTube ihr seid, dass ihr da Punkte sammelt über Streamlabs. 100% sicher bin ich mir jetzt nicht. Zero Punkte. Okay. Ja, schade, wenn wir doch wieder V-Stream anmachen und dann über Twitch gucken. Dass das mit dem Punkteshop funktioniert. Also Soundeffekte abspielen im Stream war jetzt schon witzig. Und der Nova ist da. So, sind so plus minus pünktlich. Perfektes Timing. So. Kommen wir hier mal ein bisschen nach oben. Vielleicht ein bisschen drüber. Ah ja, die Wagen sind noch drin, das passt schon. Ach man, Katastrophe. Wir sagen, wir machen einen Express-Start hier. Kann er mal einsteigen? Wunderbar, gut, schnell weg hier. Oder auch nicht. Na? Also fährst du keine ET41? Du bist ja viel schneller.
links für uns. Alle klar. Wo ging's denn da mal hin? Aufgelassene Strecke. I don't in this station get time to passenger trains. Hm. Ist das so in Grevo? Müssen wir uns gerade mal anschauen. Moin, Simo Welch. Na, alles klar bei dir. Haben Sie eine gute Fahrt bis hierher gehabt? Ich habe jetzt bei der Ausfahrt nicht aufgepasst. Haben wir jetzt effektiv Gegengleis oder wird es hier nochmal eingleisig da nach links weg? Was für ein Konzert. Aha, was gab's denn Gutes? Rammstein, oh, sehr geil. Das war bestimmt sehr episch. Und wer ist die Vorband gewesen? Ah, doch eingleisig. Okay. Ja, dann ist ja alles gut. Borowiki, unser nächsten Halt. Wieder die Daumen Klavier. Und wir nochmal geht's mal Richtung Blaschki. Ja, ich glaube, ab dem Punkt können wir hier rollen lassen. Einmal runter. Ja, nice. Das heißt, sehen wir dich dann bald hier am Rumwüten im Multiplayer. Aber bevor du Multiplayer machst, Singleplayer spielen und Tutorials gucken. Sonst Katastrophe. Und wenn du willst, kann ich dir mal auf dem Discord ein Singleplayer-Szenario schicken, was ich selber bastelt habe. Dann hast du ein bisschen Strecke zum ein bisschen rumüben. Mit allem möglichen. Also gefühlt drei Viertel von dem vorgefertigten funktioniert nicht. Zwischen 1,7 Kilometer. Der Hazard! Oha! Und andere Bekannte. Inklusive ein Fiolek. Oh, bitte crash jetzt bitte nicht. Bitte nicht crashen. Oh, danke schön. Moin sehen.
Ja, auf jeden Fall. Einfach drauf losfragen. Irgendeiner wird sicher antworten. Und wenn es manchmal der komische Bot ist. Also wenn der Rick Sanchez oder Deadpool antwortet, ignorieren. Das ist nur just for fun. Weil den muss ich auch mal demnächst mal einschränken. Ist jetzt nicht immer so passend, was sie da so reinschreiben. Ich glaube, beim Hasser kann ich es machen. Meine Damen und Herren, nächster Halt oder wie geben? Halt bei Verlangen. Auf Verlangen. Daddy sagt auch, ob ich anhalten muss. Oh, es wird aber langsam voll in der Station. Ich mach das mal hier kleiner. Ah ne, kann ich nicht machen. Sonst geht der Tacho wieder nicht. Too much off topic, ja schon wahr. Sind halt leider nicht die Schlauesten. Da steht ja ein Wagen rum. Das erste Mal, dass ich hier Zeugs rumstehen sehe. Oh, und der Kollege davon wartet, dass ich hier weg bin. Ja, dann machen wir jetzt hier mal kurz einen extra Halt. Und dann ist er auch sauber. So, kleine Verspätung haben wir hier. Bitte alle ein- und aussteigen. Noch dahinter. Das sieht frei aus da hinten. Mal sehen. Gut, ich glaube, das reicht. So. Und dann lässt es gehen. Weiter geht's. So, will ich wo wie ist das nächstes? Und dann Glowny. Warum gibt's Schmeiß? Maximum Power. Wenn ich mir die Haltezeiten so ansehe. Pünktlich glaube ich jetzt nicht nach Tarkovice. Aber gut. Es ist eh die letzte, also vorletzte Station, von daher. Alles gut.
Aber er macht's gut, er gibt mir keine Durchfahrt nach Blowney. Dann lässt mich da vorne anhalten. So ist richtig. Oh, und der nächste Zug im Anmarsch. Na, da ein bisschen Traffic hier. Alle mit dem Kesselwagen. Ach nee, warte mal, das ist der Fioleck vermutlich. Der gleiche wie am Anfang. Seitdem ich angewöhnt habe, wie man Blown richtig ausspricht, triggert es mich deutlich mehr, wenn es jemand Deutsch ausspricht. Ja, ich und fremde Begriffe, ganz schlecht. Inklusive Anhalten an der Haltemarkierung. Bin ich diesmal drüber mit dem Wagen? Alter, hab ich Schwein. Oh Mann, aber ist trotzdem falsch. Macht's nicht besser. Gut, weiter geht's. Ah, India, can I end in deep or I have locomotive to repair with me? Oh, schön. Ich würde mir wünschen, dass die Leute das öfter machen, also zumindest bei mir passiert das nicht so oft, dass Leute ins Depot wollen oder so. Das ist eine super Abwechslung als FTL. Ich glaube, zack, komm weg. Warte, jetzt einfach mal für die Zeit hier auslassen. Wir halten erst in der Hauptstation wieder. Das wäre der Haltepunkt hier. Da wären wir da. Zur linken Seite der Ablaufberg, der genutzt wird, so wie es aussieht. Und das Signal ist an. So. Gefährlich, aber solange ihr da klarkommt. Also ganz official soll man den ja nicht nutzen. Und wir wären in der Main Station. Da ist schon die nächste Lok.
Nein. Ja, wir werden hier pünktlich rausfahren. Mein Gott, wir haben ganz klein wenig geschummelt. Nur so ein bisschen. Hat niemand gesehen. War Bedarfshalt. Ja, allerdings, Finn. Aber langsam am Ende. Nur noch eine Station. So, Abfahrt 32. Hier eine Pause. Jetzt würde ich am liebsten nach hinten laufen, um da beim Rangieren zu gucken. Aber das ist zu weit weg für die Zeit. Und Finn, bei dir soweit alles klar? Was? YouTube hat irgendwie gerade ganz lange Leitung gehabt. Ich musste, glaube ich, 1,5 Minuten auf den Chat warten. Ja, also bis jetzt funktioniert der Tacho so, wie er funktionieren soll. Ich meine, er hat seine Ungenauigkeit. Und ganz am Anfang gab es ein bisschen ein kleines Power-Problem, dass er nicht gerade mitgestartet. Aber bis jetzt läuft er eigentlich ganz zuverlässig. Bin ganz happy damit. Chat, glaube ich, ist auch soweit happy. Hab zumindest nichts Negatives gehört. Dass der Tacho Blödsinn macht. Ich glaube, ich muss die Uhr mal nachziehen. So. Wir haben Ausfahrt. 2 Minuten warten wir noch. War irgendwie gar keiner mehr, bis auf der Rezio. Kilometer, so wie es der Zürich Kilometer sind identisch. Beide bei auch, oh, du hast mitzählt. Oh, geil. Gut, dann wissen wir, dass er gut funktioniert. Also, wen muss man dann genau hingucken? Eben der Unterkilometerzähler wieder dann mitfährt. Ich überlege gerade, das rote Ding am Tacho war ja das Fahrmax des Fahrzeugs. Und welchen Fahrzeug soll der Tacho denn nachgemacht sein? Also nachgemacht gar nicht, das ist ja ein Original-Tacho. Aber es war der von der AE47. Im Original. Es ist ein waschechter Tacho aus einer Lok, die außer Dienst gestellt worden ist. Beziehungsweise in dem Fall vermutlich verschrottet. So, wir fahren jetzt gleich los und dann siehst du ja, wie er da mitzählt. So, danke, gute Schicht hier. Okay, Abfahrt. Nee, 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 das sind alles Original-Tachos, die ich hier habe. Die ich entsprechend umbauen will. Ja, die Uhr hat leider angehalten. Die muss ich weiter aufdrehen. Aber das ist eine ganz normale Aufziehuhr. So wie bei den alten Wecker. Und dann läuft die. Ich habe die jetzt nur für den Streamer ein bisschen mal aufgedreht, damit sie mitläuft. Das waren jetzt vielleicht so 4-5 Umdrehungen maximal.
Ah, oh, wisst ihr, was noch geil wäre, wenn dann die API funktioniert? Wenn man dann in-game die Instrumentenbeleuchtung mit anmacht und beim Tacho geht die Beleuchtung genauso mit an. Und in Discord, vor dem Stream, habe ich ja noch mit Yoshi Quatsch gehabt. Ich überlege mir noch, ob ich da irgendwie so eine smarte Steuerung mit reinmache, dass man per App steuern kann, in welcher Farbe dann die LED dann leuchtet. Standardmäßig ist es ja mit diesem Grün. Weil die Lösung, wie sie das gemacht haben, ist ja ziemlich einfach. Das ist ja einfach nur so ein einfaches Filament für im Original 36 Volt, jetzt ist es 12 Volt. Das ist die gleiche dünne Lampe, was du auch bei den hinter den Türklingeln drin hast. Von der Länge her. Und davor ist es so einfach so ein grünes Papier. Und deswegen scheint es so grün durch. Ja, also rein funktionstechnisch funktioniert er ganz gut. Ich muss mit den Geschwindigkeiten und der Motorsteuerung ein bisschen rumtüfteln, dass er noch ein bisschen genauer ist als wie jetzt. Aber so grundsätzlich von der Technik läuft alles. Das sind so die Spielereien für später. Weil ich habe ja, also die ganze Elektronik und Mechanik ist ja vorhanden. Ich brauche das ja nur entsprechend anschließen, Arduino. Und dann sage ich ihm, was er machen soll. Ja klar, ich meine, hundertprozentig genau wird er auch nie sein, war er auch nicht, als er in der Lok drin war. Der hat immer hin und her geflackert. Aber solange er einigermaßen bei der eigentlichen Richtgeschwindigkeit ist, passt's ja. Das reicht ja zum Fahren. Also ganz am Anfang, also wenn du die Langsamfahrt hast, dann ist er so ungefähr 10 km/h ungenau. Und sobald du dann ab 15 schneller wirst, dann hat er seine Drehzahl drin, ist dann einigermaßen plus minus 5 km/h genau. Und jetzt steht er natürlich, weil jetzt hat er keine Geschwindigkeitsinformation. Und nachdem es OCR ist, jetzt ist die Geschwindigkeit da so links. Da kennst du die Software gerade nicht. Sobald jetzt hier der Dispatcher wieder auftaucht und die Geschwindigkeitsanzeige hier nach rechts wandert, erkennt er die Geschwindigkeit wieder. So, jetzt hat er sie erkannt, jetzt geht er rauf. Das liegt halt an der Software jetzt momentan. Weil ich es halt über den Screen abfassen muss, ohne API. Mal schauen, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ab hier zu Access. Und dann sind die Probleme weg. Ich immer sehe, habe ich da auch Bock drauf. Ja, ich meine, man muss sich halt ein bisschen mit dem Tacho auseinandersetzen, dann klar Arduino programmieren und wie man halt so einen E-Motor ansteuert, aber es ist gar nicht mal so extrem wild, wenn man sich ein bisschen eingelesen hat. Und sobald man es dann draußen hat, wie die grundsätzliche Steuerung funktioniert, dann geht es recht schnell. Und jetzt habe ich da halt noch einen Kollegen vor, der macht diese Holzhalterung für den Tacho. Und dann wird mal eine schöne Verkleidung angemacht, damit es auch wirklich schön aussieht am Tisch. Gut ist. Da kommt uns ja jemand entgegen. Ah, das rote Dreieck ist einfach nur so ein kleines Zäpfchen quasi, was reingesteckt ist.
Wenn man jetzt das schwarze Panel rundherum wegnimmt und das Glas weg, dann kann man dieses Zäpfchen da einfach so rausnehmen und da dann irgendwo anders hinstellen. Also das ist dann nicht irgendwie fix draufgeklebt. War bis jetzt nur zu faul, das zu verändern. Aber ich denke, ich werde es dann auf die 140 machen, weil schneller als 140 will ich den Tacho nicht fahren lassen. Mit dem habe ich dann einen anderen Tacho, der bis 180 geht. Ich muss mal schauen, ob ich es beim Tacho mal irgendwie mal hinkriege, dass ich auf der Seite eine Öffnung aufmache. Dass man mal die Mechanik sieht, wie sie arbeitet, wenn der Tacho unter Fahrt ist. Das stelle ich mir nur spannend vor. Was kriegst du heute mal ein besonderes Gleis? Da hält fast nie jemand. Okay. Na, da bin ich mal gespannt, wo du mich hinschickst. Also der Tacho kann 150 maximal anzeigen, für das ist er ausgelegt. Und dann ist fertig. Aber so hochgetrieben habe ich ihn bis jetzt noch nicht. Das will ich dem alten Ding nicht antun. Nee. Ich glaube, Hasler hat nie einen Tacho rausgebracht mit der Mechanik, der bis 200 ging. Also hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, das haben sie nie gemacht. Da sind sie dann, glaube ich, auf eine andere Technik geswitcht. Auf das Gleis ganz links. Ja, ich glaube ja. Das ist die Station, wo dieses kleine Rangiervideo entstanden ist. So, meine Damen und Herren, wir sind angekommen. Tarkovice, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt einfach wieder nicht crashen. Das wäre super. Ja, kriegen wir es hin an der Tafel. Ah ja, ich würde sagen, das kann man gelten lassen. Sehr gut. Okay, liebe Leute, das war's dann auch schon mit einem kleinen Stream hier. Das sollte auch eher gar nicht so lang gehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und falls ihr später eingeschaltet habt, das Ganze kommt noch auf YouTube in 4K. Würde ich nochmal in der Originalqualität hochladen. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Macht es gut und bis bald.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.